Der studierte Geograf und Bildungsminister Heinz Fassmann, der wird eine neue Standortbestimmung einschlagen, denn er ist das vierte ÖVP-Regierungsmitglied, das seinen Rücktritt erklärt. Bei ihm waren es weder Kinder noch sonstige wirklich triftige Gründe, die zu dem Rücktritt geführt haben. Er hat bei der Pressekonferenz heute allerdings verlautbart, der neue Bundeskanzler Karl Nehammer, der setze auf ein anderes Team und Martin Polaschek wird der neue Bildungsminister auch sein, der 21. in der Zweiten Republik. Fassmann selbst, für den beginnt mit 66 Jahren ein neues Leben. Viele Reformen, die er durchsetzen wollte, die kann er jetzt nicht mehr weiter fortsetzen. Der Ninja-Pass, der es gestern knapp nicht zum Wort des Jahres geschafft hat, auf Rang 3 war er zu finden, geht unter anderem auf ihn zurück und passend zum Ninja-Pass heute der Rücktritt des Bildungsministers. Sein Nachfolger Polaschek war Rektor an der Universität Graz, ist Steirer gewesen, hat sich vor allem in rechtlichen Belangen, in zeitgeschichtlich-rechtlichen Belangen auseinandergesetzt und er bekommt jetzt dieses sehr wichtige Bildungsressort, wo es ja immer wieder auch Kritik gegeben hat seitens der Schülervertretung, seitens der Lehrergewerkschaft und dergleichen. Und es bleibt zu hoffen, dass gerade in der Bildungspolitik in Österreich der neue Bildungsminister hier viele Maßnahmen wird durchsetzen können.